und herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Spiel. Zuerst unbedingt total wichtig, dein Name. Dann kannst du später wieder dort anfangen, wo du aufgehört hast. Ich wette 3 Regenwürmer, dass du deinen Namen schon selbst schreiben kannst. Such einfach die richtigen Buchstaben auf deiner Tastatur und tippe deinen Namen ein. Wenn du das noch nicht kannst, bitte einfach deine Eltern um Hilfe. Die können das, klar. Danach suchst du dir einen bunten Buchstaben aus und klickst ihn an. Und dann bitte auf die Tigerstreifenstrippe da rechts klicken. Aber erst, wenn du wirklich mit allem fertig bist. Hallo, ich bin der kleine Tiger. Und ich bin der kleine Bär, Freund vom Tiger. Wir sind echte Freunde und wir wollen jetzt zusammen Englisch lernen. Ganz genau. Und wenn wir dann Englisch können, dann reisen wir um die ganze Welt, wie Mr. Reiseesel. Denn wenn man gut Englisch kann, kann man sich mit allen Freunden auf der ganzen Welt unterhalten. Echt toll ist das. Mr. Reiseesel spricht natürlich perfekt Englisch. Er wird uns beim Lernen helfen. Tiger, wo ist denn Mr. Reiseesel? Also, Bär, wenn wir schon auf Mr. Reiseesel warten müssen, dann können wir doch gleich alles erklären. Unsere Lieblingsplätze und so. Fang an, Bär. Klar fange ich an. Also, da oben hängen 2 Zettel, siehst du die? Der eine Zettel mit den beiden Erwachsenen drauf ist für deine Eltern, klar. Wenn deine Eltern darauf klicken, dann erfahren sie alles über unser Computerspiel, was Eltern so wissen müssen. Du Bär, der Zettel daneben ist aber noch viel wichtiger. Du kannst auf die Landkarte draufklicken und schon siehst du alle unsere Lieblingsplätze. So einfach ist das. Da fehlt doch noch etwas. Ja, die Tigerente da unten. Damit kannst du das ganze Spiel hier nämlich beenden. Draufklicken und du bist draußen. Ganz einfach, oder? Hello, Tiger. Hello, Bear. Ah, da ist er ja. Hello, Mr. Reiseesel. Endlich bist du da. Wir haben schon etwas gelernt. Hallo heißt auf Englisch nämlich Hello. Ganz genau. Es heißt Hello. Leute, jetzt geht's endlich los. Bär und ich haben immer ganz viele tolle Ideen. Willst du eine hören? Dann klick's auf mich. Geht dann sofort los mit den Ideen. Oder du klickst einfach nochmal auf die Landkarte. Dann siehst du alle unsere Lieblingsplätze.